Willkommen bei einer der großartigsten Errungenschaften seit Beginn der Raumfahrt. Bei der Space Academy, der Raumfahrtakademie auf einem künstlichen Planeten. Von Menschen erbaut im Sternenjahr 3732. Commander? Hallo, Paul. Hi, Chris. Chris. Chris, schau dir mal den Raummonitor an. Diese jungen Leute aus allen Teilen des Universums treffen hier in der Raumfahrtakademie zusammen. Ausgewählt wegen ihrer besonderen Begabung. Sie erhalten eine spezielle Ausbildung, die sie mit den Geheimnissen des Universums und seinen Gefahren vertraut macht. Forschung des Schwarzen Lochs haben wir bisher nur negative Resultate. Alle Instrumente zeigen auf Null. Bei uns auch Fehlanzeige, Commander. Unsere Bordcomputer zeigen keine Reaktion. Das genügt uns, Chris. Leia, wir werden uns weiter annähern. Ja, gut, Commander. Jetzt reicht's, du schwindelst, Pipo! Wenn du mein Freund bleiben willst, lass dich besser auf Verlieren programmieren. Jetzt reicht's, ihr zwei Hübschen. Lass dich nicht ärgern. Das hast du davon. Ich spiel nicht mehr mit dir. So. Was ist denn los, Loki? Hallo, Chris. Wie läuft der Versuch mit dem Schwarzen Loch? Außer einem Haufen ungelöster Fragen bis jetzt nichts. Nicht die Spur von Ergebnis. Oh, hallo. Du müsstest Paul Jerome sein, wenn ich nicht irre. Mein Name ist Chris Gentry. Ich bin dein Captain. Schön, freut mich. Paul kommt gerade von der neuen Kolonie auf Sito. Wie man hört, ein ziemlich ungemütlicher Ort zum Leben, so etwa der wilde Westen des Universums, hä? Was Sie nicht sagen, Captain. Ich war auf Sito. Ach, übrigens, nenn mich Chris. Wir halten es hier mehr mit dem Duzen, weißt du, Paul. Ich werde mich dran gewöhnen. Mein Name ist Adriana. Chris, der Commander möchte einen Versuch machen. Wir sollen ohne Sender in Verbindung treten. Ich bin bereit. Was heißt das? Das geht so. Chris und seine Schwester haben eine besondere Begabung. Sie können miteinander Gedanken austauschen, was bestimmt sehr nützlich ist, denn es gibt keine Funkverbindung im Schwarzen Loch, was immer das ist. Das Schwarze Loch ist, man könnte sagen, ein weißer Fleck im Weltall. Er reflektiert weder elektrische noch magnetische Wellen. Oh, du bist ja ein Meister deines Fachs, Paul. Man holte mich deswegen her, sagte ich das nicht? Leia, wir können anfangen. Ich fühle gar nichts. Nur unendliche Leere. Nein, da ist doch was. Etwas Fremdes. Chris, fühlst du es auch? Ja. Etwas Lauerndes. Hinten, weit hinter dem schwarzen Loch. Ich kann es nicht erkennen. Es ist völlig anders. Gegen all unsere Erfahrungen. Ich habe Angst. Das habe ich nie kennengelernt. Forsche weiter, Leia. Konzentrier dich. Du musst es erkennen. Bist du weitergekommen, Leia? Ich bin nicht sicher. Hast du etwas erkannt, Chris? Nein, aber eins ist sicher. Hinter dem schwarzen Loch existiert etwas Ungeheures. Man kann es nicht erfassen. Es ist anders. Leia! Was ist passiert bei euch? Melde dich! Was hat uns in der Gewalt? Wir sind machtlos! Ein riesiges Energiefeld! Wir haben keine eigene Energie mehr! Wie in einem ungeheuren Sog! Commander! Commander, er ist schwer verletzt! Chris! Wir fallen direkt ins schwarze Loch! Leia! Hört ihr mich nicht? Bitte kommen! Bitte kommen! Sie sind verloren. Leia!
Ein Grad Steuerbord. Im Kreis fliegen. Captain, wir sind die Bahn schon 5-mal geflogen. Und wenn es 100-mal sind? Schon gut, Chris. Akademie-Kontrollzentrum. Chris, bitte kommen. Adriana, sag, hast du Kontakt bekommen mit ihnen? Leider nichts, Chris. Ich habe alle Raumschiffe im Rapportgebiet, nicht die geringste Spur. Der Beauty Commander Brooks möchte wissen, ob ihr Lebenszeichen von ihnen seht. Vielleicht Trümmerstücke von der Raumfähre. Nicht ein Anzeichen bis jetzt, aber wir wollen weitersuchen. Nun, ihr sollt sofort zurückkehren zur Akademie. Befehl des Deputy Commanders. Es tut mir so leid, Chris. Das war's dann wohl. Nein, das war's noch nicht. Chris, sieh den Tatsachen ins Auge. Leia und Gampo sind verloren. Nein, das darf nicht sein. Nimm Kurs auf die Fähre, Paul. Das ist gegen die Anordnung, Chris. Das ist jetzt unwichtig. Nein, so geht's nicht. Tut mir sehr leid um deine Schwester, Captain. Aber Auftrag ist Auftrag. Dann halte ich es für richtig, mich über die Anordnung hinwegzusetzen. Du willst für uns alle die Verantwortung tragen? Das mache ich nicht mit. Da, wo ich herkomme, ist Teamgeist ein Fremdwort. Da ist man nur einem verantwortlich. Nämlich sich selbst. Ah, ich verstehe. Der eiskalte Einzelkämpfer. Ja, genau richtig. Die Einstellung hat sich sehr bewährt. Dann bring ich dir bei, wie wir uns verhalten müssen. Lass ihn, Chris. Es ist nicht Pauls Schuld. Befehle sind dazu da, befolgt zu werden. Und ich gebe hier die Befehle. Lieutenant Paul Jerome, Kurs aufs Schwarze Loch. Sofort. Chris, bitte nicht. Du darfst nicht näher ran. Das bedeutet Gefahr, große Gefahr. Leia, du lebst. Ja, es geht mir gut. Nur Gampo ist verletzt. Auf einem fremden Planeten. Abgestürzt. Ihr könnt nicht helfen. Zurück, Chris, zurück. Ihr werdet umkommen. Wir sind verloren. Achtung, nähern uns gefährlichen kosmischen Turbulenzen. Na, das ging gerade noch mal gut. Beinahe hätte es uns genauso erwischt wie Gampo und Leia. Leia! Sie lebt noch! Hast du es gehört? Nein, ich habe gar nichts gehört. Du irrst. Es hörte sich an wie Leia. Sie war es. Hinterm schwarzen Loch müssen sie auf einen Planeten abgestürzt sein. Gampo hat es erwischt. Sie können sich nicht helfen. Wir müssen versuchen, zu ihnen durchzukommen. Wir haben einen klaren Befehl erhalten, das heißt... Hier gilt mein Befehl. In dieser Lage können wir nur eins helfen. Willst du sie ohne was zu tun sterben lassen? Ich fürchte, irgendwas am schwarzen Loch hat auf unser Schiff eine mörderische Wirkung. Die Antriebsturbinen und unser Kontrollsystem sind total gestört, sogar wenn wir uns durchkämpfen. Ist unser Schiff ein hilfloses Wrack? Trotzdem, wir machen weiter, bis wir sie haben. Wenn ihr nicht den Mut habt, mitzumachen, steigt doch aus, kein Risiko. In einer halben Stunde holt euch das Rettungsschiff. Nein, ich nicht, Chris. Diese Aktion werde ich durchstehen. Wenn Gampo verletzt ist, braucht er ärztliche Hilfe. Brauchst nur die Luke zu öffnen und raus bist du. Ich würde es dir nicht übel nehmen, Paul. Nein, ich glaube, ich bin hier nötiger. Ich dachte, du wärst der Typ, der zuerst an sich selbst denkt. Ich mache Ausnahmen. Also, wie kämpfen wir uns durch das Loch? Alle Aggregate volle Kraft. Nähern uns Lichtgeschwindigkeit. Geschwindigkeit erreicht. Alle Energieträger auf Null schalten. Energieblöcke auf Null. Volle Energie ins Abwehrschild für die Fähre. Kurs schwarzes Loch. Achtung, Abwehrschild, Totalausfall. Schade, unmöglich zu... Wenn es weiter so rüttelt, fliegt das Schiff auseinander. Wir haben es geschafft. Und was jetzt? Mit der Suche anfangen nach Leia und Gampo. Kleiner Trost für uns. Das schwarze Loch war keine Einbildung. Leia, versuch zumindest dein Leben zu retten. So dürfen Sie nicht reden. Chris wird uns beide finden. Ich bewundere es, wie stark du an deinen Bruder glaubst. Nur hoffe ich für uns beide, dass es gerechtfertigt ist. Er hat mich noch nie im Stich gelassen. Versuch nochmal mit Leia Kontakt aufzunehmen. Leia, hörst du mich? Chris, ich wusste, du kommst.
Hol uns hier raus, schnell! Gampo braucht dringend Hilfe! Tagir, ich habe Lea wieder erreicht. Gampo ist schwer verletzt. Wir müssen sie endlich ausfindig machen. Wir haben Totalausfall. Alle Geräte tot, nichts funktioniert, nicht eins. Die Schwerkraft des Planeten wird unser Schiff zerschmettern. Wir fallen runter wie ein Stein, wir haben keine Energie. Lea, bitte nimm noch mal Verbindung auf mit mir. Wir sind in höchster Not. Ohne Landeenergie wird unser Schiff zerschmettert. Du musst uns helfen. Wirst du die Kraft haben? Ich weiß es nicht. Ich muss es versuchen. Nein, nicht versuchen. Du musst es schaffen. Lenk alle Kraft auf unsere Fähre. Fang sie ab, schnell! Ja, es geht. Es funktioniert, Lea. Bitte nicht nachlassen. Halt durch. Chris, ich kann nicht mehr. Ich hab keine Kraft! Du musst nur noch ein paar Sekunden, konzentrier dich! Es hat geholfen, wir haben wieder Energie! Das Kontrollsystem funktioniert wieder. Für die Landung wird's ausreichen. Unten sind wir. Hoffentlich in einem Stück. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Lea und Gampo müssen in der Nähe sein. Besser, wir finden sie, bevor der Sauerstoffvorrat zu Ende geht. Bleibe besser hier, muss das Schiff negativ polarisieren für Startvorgang. Was ist das? Wo ist das Monster geblieben? Es ist unsichtbar geworden. Ihr müsst euch verstecken, los! Lauf ihr weiter, ich versuche das Biest abzulenken. Hey, hier du Biest, komm, friss mich. Tatsächlich, er hat das Monster abgelenkt von uns, sehr gut. Komm, hauen wir ab, Paul. Chris, wir sind hier ist eine Höhle. Schau dir das an. Hoffentlich spuckt er kein Feuer. Wir müssen etwas tun. Sag doch, Chris. Wie wär's, du denkst dir was Hübsches aus? Aber bitte leise nachdenken. Was hältst du davon, wenn ich den Speer mache? Ist es richtig, Commander, wenn man zu viel über die Vergangenheit nachdenkt, hat man keinen Anlass mehr zur Hoffnung? Ist doch ein Glück, dass ich nur an die Zukunft denke. Was meinen Sie? Hat es etwas zu bedeuten? Ein sicheres Zeichen dafür, dass du überlebst. Dein Vorteil ist deine Jugend, deine Kraft und dass du Mut hast. Vielen Dank, Commander. Aber diese Vorzüge verdanke ich nur Ihnen. Du warst schon immer eine brillante Schülerin. Und für mich ist es eine tiefe Genugtuung, dass du meine Ratschläge angenommen hast. Oh, zu gütig, Commander. Das Biest macht keine Anstalten abzuhauen. Ich fürchte, es will uns aushungern. Was noch schlimmer ist, es hält uns von der Rettungsaktion ab. Es wäre besser, ich wäre bei meinem Stil geblieben und hätte nicht bei euch mitgemacht. Ich habe dich nicht um deine Hilfe gebeten, Paul. Ich hab's, Pipo! Pipo, bitte kommen. Pipo, hörst du mich? Dein Captain spricht. Ja, was gibt's, Chris? Hör gut zu, Pipo. Wir befinden uns 200 Meter westlich von der Raumfähre in einer Höhle und ein Monster hätte uns gern als Nachtisch. Hier die genauen Ausmaße. 2 Meter hoch, 10 Meter tief. Land den Empfangen. Was weiter? Legt zwischen uns und die Bestie ein Schwerkraftfeld. Ich versuche mein Bestes. Hoffentlich reicht die Energie dazu aus. Also gut, schicke Dosis rüber, das Biest für eine Minute zu betäuben. Das reicht zur Flucht. Besser, du betest. Der hat gleich genug. Das Energiefeld wirkt toll. Nichts wie raus. Tagir, warte. Lass uns zum Schiff zurück und abhauen. Wenn du willst, verdrück dich. Warum rennst du nicht weg? Hey.
Hätte ich mir gleich denken können, dass Paul kneift. So einen schlechten Kamerad habe ich noch nie erlebt, das schwöre ich. Paul stammt von einer Pionierkolonie. Diese Leute proben das Überleben bis zum Gehtnichtmehr. Das ist das einzige Spiel, das er kennt. Eine für einen soll doch der Rest sehen, wie er fertig wird. Die Menschen können sich nur ändern, wenn sie bereit sind zu lernen. Komm schnell weiter, Tagir. Bitte, Commander, nicht aufstehen. Sie tun sich weh. Du warst so nett, es hier auszuhalten, also werde ich mich etwas nützlich machen. Komm her! Hier steht dein Sieg! Das ist Paul! Na komm schon! Hey, komm her! Na wird's bald! Hätte ich nicht von ihm gedacht. Du hattest wohl recht, Chris. Die Menschen müssen lernen, um sich zu ändern. Ja, komm, wir suchen weiter nach Lea und Gampo. Na komm schon, kleiner Drachen! Brauchst du kein Frühstück? Endlich, da sind sie ja. Commander, sie sind da. Leia, oh. Schwesterherz. Oh, Chris, ich wusste, du würdest kommen. Tagir. Oh, bin ich glücklich, Chris. Euch wiederzusehen. Naja, ich war gerade in der Nähe, da dachte ich mir, schaust du mal rein und siehst nach dem Rechten. Mein Bein. Oh, mein ärztlicher Instinkt sagt mir, in 24 Stunden laufen sie wieder. Ich hoffe, du hast recht. Dass ihr alle hier seid, macht mich so glücklich, ihr ahnt es nicht. Oh, was sehe ich? Paul ist auch mitgeflogen. Ja, ein Glück, dass wir ihn dabei hatten. Er war eine wertvolle Hilfe für uns. Paul dachte immer, er sei ein Einzelgänger. Aber ich wusste es ja von Anfang an, er ist genau der Richtige für unser Team. Wie geht's Ihnen, Commander? Ich fühle mich großartig. Lea, darf ich dir Paul Jerome vorstellen? Ich freue mich sehr. Danke, Lea. Was haltet ihr alle von einer schnellen Luftveränderung? Wir haben uns zu fügen. Du bist der Arzt. Oh, ist das eine Wohltat, Gentlemen. Na, hast du dich inzwischen um die Negativpolarisierung gekümmert, Pipo? Während ihr sinnlos rumgelaufen seid, habe ich ganze Arbeit geleistet. Es geht los, Paul. Kontrollsystem gecheckt? Und einschalten. Was wird er nur denken? Bestimmt wünscht er uns allen Bon Voyage. Ich könnte mir vorstellen, er ist erleichtert, dass wir ihn in Ruhe lassen. Schließlich waren wir in seiner Welt die Eindringlinge. Ein bedauernswerter Einzelgänger, der keine Freunde hat. Der nicht weiß, was Gemeinschaft heißt. Von dir. Also gut, nur noch eine einzige Runde und sollte ich wieder verlieren, dann schwöre ich dir, mache ich dir dein Bett eine ganze Woche lang. Das muss ich erleben. Und die Batterien musst du auch wechseln. Also, auf ein neues. Hallo, Pipo. Ich dachte, der Commander wäre hier. Wie geht's ihm? Oh, er ist bald wieder in Hochform. Tagir war streng mit ihm. Er hat ihm Gymnastik verordnet. Jeden Tag dreimal. Oh, erfreulich. Das lockert die Glieder. Sag mal, bist du nicht, Loki? Ganz genau. Und du müsstest Paul sein, stimmt's? Freut mich, dich kennenzulernen, Paul. Alle reden nur von dir. Kein Wunder nach dem, was du geleistet hast. Woher kommst du? Von der Pionierkolonie Sito. Und woher kommst du? Ich weiß es leider nicht. Loki wurde auf dem Planeten Zalon gefunden. Niemand weiß, woher und wie er dahin gekommen ist. Oh, so ist das. Ich weiß, wie das ist. Keiner weiß besser als ich, was Alleinsein heißt. Und so wahr ich Paul Jerome bin, möchte ich meinen, ich werde dir helfen, deinen Planeten zu finden. Camille Pardelis. Wäre das fantastisch. Was bedeutet das nun wieder, Camille Pardelis? Wenn ich das sage, meine ich ganz einfach wow. Da steckt noch viel mehr dahinter. Den Ausdruck gibt's wirklich. Und was ist das? Das ist ein riesiger Haufen Sterne. Ein unermesslich großes, kreisförmiges Sternenvolk. Mehr als 8 Lichtjahre entfernt. Wusste nicht mal ich. Im Dezember, bei Mitternacht, musst du es dir anschauen. Oh, Loki, das ist riesig. Einfach überwältigend. Woher hast du all das Wissen, Paul? Oh, ich rate einfach drauf los. Und ein bisschen studieren tue ich auch.
Wir beide unterhalten uns noch. Einverstanden? Geht das auch für mich? Ja, für dich auch, Pipo. Ich freue mich schon, Loki. Ach, der ist in Ordnung. Vermute, er hat eine Datenbank im Bauch. Wie steht's mit unserem Spiel, Loki? Pipo, was meinst du? Kann er mir wirklich helfen, meinen Heimatplaneten zu finden, oder glaubst du nicht? Natürlich kann er, aber wir alle wollen dir bei der Suche helfen. Also gedulde dich, so etwas braucht Zeit. Und so haben damals alle Nationen des Universums beschlossen, die Weltraumakademie zu gründen. Die besten Wissenschaftler aller Disziplinen sollten an dieser Akademie lehren und die begabtesten Schüler und Studenten waren auserwählt. Loki. Ja, Sir? Du warst unaufmerksam. Es tut mir so leid, Commander, aber ich habe nachgedacht. Jeder einzelne von diesen Planeten könnte meine Heimat sein. Aber ich weiß nicht, welche. Oh, Loki. Nach deinem Heimatstern bin ich schon sehr lange auf der Suche. Bald habe ich die Antwort, die dich beruhigen wird. Ich weiß, jeder kleine Junge möchte gerne wissen, woher er kommt. Aber ist es nicht schon eine wunderbare Sache, dass du da bist und bei uns? Ich verspreche dir, ich werde nicht eher Ruhe geben, bis ich deine Heimat kenne. Und bis wir das wissen, ist hier dein Zuhause. Bei uns allen. Das tut mir gut. Also, wo waren wir doch gleich? Ich zitiere, begabteste Studenten waren auserwählt, um hier... Ach ja, die Studenten sollen hier lernen. Achtung, Achtung, Commander Gampo, Captain Chris, Lieutenant Leia, grüne Alarmstufe 2, sofort zum Kontrollzentrum. Alles verstanden, komme sofort. Du hörst, die Pflicht ruft, Loki, aber wir unterhalten uns noch bestimmt. Sei tapfer. Commander? Die Sicherheitssysteme haben Alarm geschlagen. Demnach befindet sich ein Fremder auf unserem Planeten. Der Monitor zeigt genau Sektor 3. Wieso? In der strengsten Sicherheitszone? Na, ganz einfach. Er könnte sich durchgeschmuggelt haben bei den Reparaturarbeiten. Die waren gestern im Sektor 3. Gut möglich. Die Sicherheitsschirme waren ein paar Stunden ausgeschaltet. Da fällt mir ein, mussten wir nicht einen Suchtrupp rausschicken für die beiden Hübschen? Diese Diskussion sollten wir wegen Zweitrangigkeit auf später verschieben. Ich denke, im Moment gibt es Wichtigeres. Alle Anwesenden bilden sofort einen Suchtrupp auf Sektor 3. Ja, Sir. Orako. Blaues Team 3 an Commander. Wir haben etwas ausgemacht, das sich ziemlich schnell bewegt. Auf Quadrant 3. Laufwuchs an Blaumeise. Was es auch ist, wir haben es gleich. Kommt her. Chris, ich hab's nicht mehr auf dem Radar. Das sind Spuren. Wie vom Gorilla. Commander und alle anderen hierher! Was halten Sie davon, Commander? Eine Spezies mit 13? Noch nie gesehen. Jedenfalls nicht von unserer Galaxis. Die Spuren sind weg. Hier hören Sie einfach auf. Das Biest ist doch nicht in den eigenen Spuren zurückgegangen. Richtig kombiniert, Paul. Mit der Möglichkeit ist zu rechnen. Mag sein, es besitzt die Fähigkeit, sich in nichts aufzulösen. Chris. Leia, geht nachsehen. Orako. Ah. Oh, wie süß. Ein kleiner Hase. Oh, ist der niedlich. Oh, den kriegt Loki zum Spielen. Wird der sich freuen. Hallo. Loki wird aus allen Wolken fallen, wenn er sein neues Spielzeug sieht. Der wird Augen machen. Am liebsten würde ich ihn behalten, so niedlich ist er. Schmusig und weich und knuddelig. Der kleine Fratz, wie abgemagert er aussieht. Wir müssen zurück zum Kontrollzentrum. Mach's gut, kleine Schnuffi. Warte auf Loki. Adriana, wir haben noch keinen Namen für ihn.
Wie wär's mit der hoppelnde Jupiter? Ein heißes Häschen. Sieht also Gampus Heiligstes aus. Ich bin noch nie hier oben gewesen, und du? Auch nicht. So ganz wohl ist mir nicht dabei. Der Kommander hat befohlen, überall nachzusehen, auch in seinen Räumen. Ja. Ich überprüfe eben das Zimmer da hinten. Auch hier nichts Verdächtiges. Paul? Was hältst du davon? Oh, wow, Chris. Das Modell eines Planetensystems. Könnte die Heimat von Gampu sein. Ziemlich klein geraten. Weißt du, Chris, der Commander benimmt sich in letzter Zeit so merkwürdig, findest du nicht? Wieso das? Stellt jede Menge Fragen über Kosmos, Sternbilder, Lyra, Orion. Christopher, glaubst du, man hat mich hierher geschickt wegen meiner Kenntnisse in Astronomie? Nein, bestimmt nicht. Du hast nur Schwein gehabt. Oh, schau dir das an. Eine antike Sternenkarte. Und Lokis Name mit Fragezeichen. Hier, siehst du, Lyra und Orion, danach hat er gefragt. Hey, Chris, denkst du, woran ich denke? Jetzt dürfte klar sein, was der Commander wissen will. Er versucht rauszukriegen, wo Loki geboren ist. Scheint ihn sehr zu beschäftigen. Wenn wir uns nicht bald zurückmelden, schickt uns Gampu die nächsten Monate zur Müllabfuhr, packen wir's. Recht hast du. Bist du derjenige, den man Loki nennt? Sie haben recht. Und wie nennt man Sie? Man nennt mich Kane. Wir sind uns zwar noch nie zuvor begegnet, aber ich komme vom gleichen Stern wie du. Von meiner Heimat? Wieso wissen Sie, woher ich bin? Nun, ich weiß es und noch vieles mehr. Wie wollen Sie mir beweisen, dass es die Wahrheit ist? Ich kenne deinen Namen, Loki. Eine Mannschaft der Akademie hat dich vom Planet Selan gerettet, bevor dieser endgültig zerstört wurde. Und alle Selaner tragen dieses Amulett. Stimmt, aber das wissen viele. Ja. Wissen Sie auch, dass das Amulett holographisch wirkt? Dein Waffencode ist darin eingeprägt. Wie haben Sie rausbekommen, wo ich bin? Sagen Sie mir, wo ist meine Heimat? Nur Geduld. Alles zu seiner Zeit. Du wirst es früh genug erfahren. Zuerst musst du Mut beweisen. Dein eigenes Volk erwartet von dir eine große Tat. Hä? Von mir? Eure Wissenschaftler haben in den Labors eine neue Chemikalie entwickelt, die unter strenger Geheimhaltung steht. Die Bezeichnung ist MX5. Sie ist gesichert im Tresor. Du wirst sie uns besorgen. Oh, da frage ich zuerst meine Freunde. Nein, nein. Das ist völlig überflüssig. Die Leute von der Akademie sind nicht daran interessiert, Wesen aus anderen Galaxien zu helfen. Sie sollen nicht mal erfahren, dass ich hier bin. Aber wie soll ich an den Stoff rankommen? Wenn ich die anderen nicht frage. Sie meinen, ich soll stehlen? Nur keine Gewissensbisse, Loki. Aber was Sie von mir verlangen, ist Diebstahl. Damit betrüge ich meine Freunde. Du hast die Wahl. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Dein Volk braucht das Mittel. Hallo, Loki. Geht's voran mit dem Unterricht? Ich hoffe, du bist fleißig. Commander? Ja, Loki? Ich möchte Sie etwas fragen. Es ist, wenn man etwas Wichtiges zu besorgen hat und man weiß nicht, was man tun soll, wie soll ich wissen, ob's richtig ist oder nicht? Nach meiner Meinung solltest du in einer solchen Situation zuerst daran denken, was wir dich gelehrt haben, was richtig und was falsch ist. Du weißt, Loki, du hast viele Freunde, die dir gern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denk einfach daran, was sie tun würden, um damit fertig zu werden. Dann hast du schnell die parate Lösung. Versuch's doch mal. Danke, Commander. Ich helfe dir gern. Loki? Ja? Wir alle haben dich sehr gern. Und jetzt lern schon. Loki, wo hast du es? Ich hab's nicht mitgebracht, weil stehlen falsch ist. Damit verrätst du dein eigenes Volk. Ohne deine Hilfe müssen sie sterben.
Das will ich ja auch nicht. Wenn Sie zu Commander Gampo gehen und mit ihm verhandeln, hilft er Ihnen bestimmt... Auf keinen Fall! Das wäre der schlimmste Fehler. Du wirst jetzt sofort zum Labor gehen und die Chemikalie besorgen. Nein, das tue ich nicht! Ich stehle nicht! Hüte dich vor meiner Macht. Gelber Alarm. Einbruch ins Laboratorium. Alle Sicherheitskräfte dahin konzentrieren. Ich komme sofort. Kein Mensch zu sehen. Adriana, check sofort den Stimmdetektor. Dann wissen wir gleich, wer als letzter hier drin war. Orakel. Das MX-5 ist verschwunden. Also darauf hat's das fremde Wesen abgesehen. Das Mittel kann großen Schaden anrichten. Es hat die 10-fache Sprengkraft von Dynamit. Keiner kann hier ohne Ausweis rein. Tage, du hast es erfasst. Die letzte Person, die der Detektor hat passieren lassen, war Loki. Was, Loki? Tausend Dank, Loki. Du hast deinem Volk einen großen Dienst erwiesen. Sind Sie wirklich von meinem Heimatplaneten? Hast du Gründe, an mir zu zweifeln? Ich glaube, Sie würden nicht erlauben, dass man andere bestiehlt. So jung an Jahren und schon so voller Weisheit. Du wirst jetzt müde und schläfst ein. Und wenn du wieder aufwachst, war alles nur ein Traum. Es tut mir leid, Loki. Leia, alle Korridore, die zur Stadtrampe führen, auf die Kontrollmonitore. Warum sollte er dahin fliegen? Weil die Rampe der einzig mögliche Fluchtweg ist. Commander, Adriana, Chris und Tagi haben Raum für Raum durchgekämmt, den ganzen Trakt. Loki war nirgends zu finden, nicht mal sein Kaninchen. Kaninchen? Ja, was wir Loki geschenkt haben. Kaninchen. Ich nehme an, wir haben des Rätsels Lösung. Es ist höchstwahrscheinlich, dass der ungebetene Gast sich nicht nur in absolutes Nichts auflösen kann, er kann weitaus mehr, nämlich die Molekularstruktur, ändern. Sie meinen, er kann sich in ein Kaninchen verwandeln? Unglaublich. Genau. Das ist für mich die einzig mögliche Erklärung. Chris, seit wann bist du unter die Chemiker gegangen? Du wirst alles Nötige über den Versuch erfahren, sobald ich damit fertig bin. Warte so lange im Kontrollraum. Ja, Sir, Befehl wird ausgeführt. Ich habe ihn gesehen, da im Korridor. Er hatte den MX-5-Behälter bei sich. Adriana, beruhige dich. Schön alles der Reihe nach. Es war in Plan Quadrat 3. Der, der mir entgegenkam, sah genau wie Chris aus. Er hatte den MX-5-Behälter dabei. Und als ich ihn fragte, ich traue meinen Augen nicht. Hey, das bin ich. Unser unheimlicher Gast. Eben war er noch Chris, jetzt verwandelt er sich wieder. Tagir, alle Ausgangsschleusen blockieren. Den holen wir uns. Oh Mist, er ist weg! Ich bin's gewesen. Ich habe ihm das MX-5 besorgt. Alles überstanden, Loki? Das ist die Hauptsache. Über das andere reden wir später. Hier Kontrollzentrum, Raumfähre 3. Sofort melden. Ich wiederhole, Raumfähre 3 melden. Bitte dringend Rückruf, over. Also gut, Commander. Wer immer Sie sind, hören Sie genau zu, was ich sage. Die Chemikalie, die Sie gestohlen haben, ist hochexplosiv. Bei der geringsten Erschütterung kann sie hochgehen und die Fähre... Hören Sie, Commander. Es wird Ihnen nicht gelingen, mir Angst einzujagen. Ich warne Sie. Kehren Sie sofort um und bringen Sie sie zurück. Sie spielen mit Ihrem Leben. Ich tue meine Pflicht. Das heißt, dass ich meinem Volke helfe, zu überleben. Sie brauchen die Chemikalie. Wenn Sie sie nötig brauchen, warum haben Sie nicht um Hilfe gebeten? Wir haben oft genug um interplanetarische Hilfe nachgesucht. Unser Vertrauen wurde zu oft enttäuscht. Leben Sie wohl, Commander. Raumfähre 3, bitte melden. Raumfähre 3, sofort melden. Verfolgung aufnehmen. Thank you.
Mission ein. Konzentrier dich und schau in das Raumschiff. Erzähl uns, was du siehst. Wird erledigt, Sir. Hast du was entdeckt? Ich fürchte, dieses Wesen wird bewusstlos. Sag, wie ist das passiert? Die Astronautenkabine ist mit Rauch gefüllt. Sowas wie Schwaden von Gas oder sowas ähnlichem. Aus welcher Richtung kommt es? Aus dem Maschinenraum. Das MX-5 muss die Batterieanlage lediert haben, daher die Gase. Holen wir ihn raus, ehe das ganze Schiff hochgeht. Fertig zum Andocken. Dreh Backbord bei. Angedockt. Los, kommt. Tagir und Lea. Tagir, wir müssen den Träger wegräumen. Los, beeilt euch. Ich kann ihn nicht lang halten. Er ist zu schwer. Chris, Lea, Tagir, sofort zurück. Wir müssen weg, bevor die Fähre auseinanderfliegt. Volle Kraft voraus. Die andere Fähre wird gleich explodieren. Schwein gehabt. Wie ich mich bei euch für die Rettung bedanken soll. Hätten wir sie denn aufgeben sollen? Das hätte euch niemand übel genommen, nach dem, was ich euch angetan habe. Ich bedauere nur, dass mein Volk keine Hilfe bekommt. Zu spät. Ihre Sorgen sind zwar begründet, aber nicht berechtigt. Ich habe Ihr Anliegen der Föderation vorgetragen. Der Galaktische Rat wird es sorgfältig prüfen. Ihr Volk und Ihr Planet wird in nächster Zeit jede erdenkliche Hilfe erhalten. Dafür stehe ich gerade. Danke, Commander. Sehen Sie, es ist doch besser, zuerst deine Freunde zu fragen. Ja, du hast recht, ich weiß es. Ich gebe zu, ich habe mich geirrt. Chant, wenn ich dir irgendeinen Wunsch erfüllen kann, nichts würde mich... Ja, ich habe einen Wunsch. Darf ich? Ja, sag ihn. Können Sie mich lehren, wie man Dinge in Stein verwandelt? Loki, hast du dabei vielleicht an jemand Bestimmtes hier gedacht? Nein, aber... Wenn ich genauer darüber nachdenke, wie würdest du dich als Steinroboter fühlen? Hm, Piper? Gefahr, Achtung, höchste Gefahr, Hilfe, 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 Hilfe. Hey, Piper, warte, ich hab dich doch nur angeschmiert. Wir umkreisen gerade den Planeten Sira im Sternbild des Schützen. Und dort seht ihr einen überraschenden Besucher, den Kometen Janus. Klar zu erkennen, ein Komet mit einem Zwillingskern. Seinen Namen erhielt er nach dem römischen Gott Janus, dem Gott mit den zwei Gesichtern. Der Legende nach hat er die Menschheit einiges von Bedeutung gelehrt. Mathematik, ja sogar Agrikultur. In dem Zusammenhang interessiert... Achtung, Achtung, gelber Alarm, Stufe 1. Der Komet Janus hat seine Bahn geändert. Er ist auf direktem Kollisionskurs. Das gesamte Personal an seinen Einsatzplatz. Achtung, Alarm, Kommandant Gampo sofort zum Kontrollzentrum. Ich wiederhole, gelber Alarm, das gesamte Personal zum Einsatz für Notfallteam. Verstanden. Der Unterricht ist beendet, danke. In 30 Sekunden alle zum Einsatz. Oracus, Sir.
Wo ist Pipo? Loki, du musst sofort Pipo finden und Tagi auch. Warum gerade ich? Warum soll immer ich suchen gehen, Chris? Loki, Abmarsch, aber schnell. Ich glaube, wir müssen uns ausspulen. Ins Kontrollzentrum. Der Comedianus liegt auf direktem Kollisionskurs mit der Akademie. Zusammenstoß in etwa 10 Stunden. Bleibt auch noch Zeit genug, die Raumfähre zu starten, zu landen und noch 2 Stunden das Unglück zu verhindern. Auf Janus? Aber ich denke, ein Komet besteht nur aus Staub und Gas. Nicht unbedingt. Entschuldigung, Commander. Die Kernstruktur eines Kometen unterscheidet sich von Fall zu Fall. Sie kann aus fester Materie bestehen wie auch aus Gas. Du willst wohl nur sagen, er ist ein Stück Felsen, hm? Was Paul erklären wollte, ist, wir haben es mit einem Zwillingskometen zu tun. Na klar, also 2 Stücke Fels. Besser kann man es nicht ausdrücken, Loki. Also hört zu, ihr werdet Gesteinsproben entnehmen und wenn möglich einen Kohletest durchführen. Dafür seid ihr zuständig, Adriana und Paul. Ja. Tagir wird mir assistieren und Loki darf zuschauen. Chris, ich habe auf der Raumfähre hochexplosive Energieträger zuladen lassen. Du und Leia platziert sie als Sprengsatz direkt auf dem Kometen und dann nichts wie weg. Hast du begriffen? Ja, Sir. Ist noch was unklar? Ihr dürft sie nicht ohne mich auf die gefährliche Mission schicken. Ich bin doch indispensibel dabei, Commander. Wie war das? Indispensibel! Sicher wird's kein harmloser Spaziergang, Loki, aber sie werden auch ohne dich zurechtkommen. Aber sie brauchen mich bestimmt. Ich, Loki, bin auf dich angewiesen. Wenn es euch nicht gelingt, die Kometenbahn mit der Sprengung von uns wegzuführen, wäre das sehr gefährlich für die Akademie. Schlimmer, sie könnte zerstört werden. Also geht an eure Arbeit und viel Glück. Danke, Sir. Was ich habe, Adriana. Ah! Bist auf Lebensform untersucht worden. Vom Sira? Paul, wie lange hast du das schon? Oh, so ein kleines bisschen. Oh. Wir starten. Haltet euch fest, Leute. Kurs korrekt, Pipo? Antwort positiv, Kurs einwandfrei. Welchen Komet fliegst du zuerst an, Chris? Den nächsten von beiden. Bei der jetzigen Geschwindigkeit schaffen wir es in 30 Minuten. Vorausgesetzt, die Planetoiden halten ihre Position. Warum sollten sie nicht? Neue Informationen zur Planetoid Janus 2. Er beschleunigt schneller als Janus 1. Wie ist das zu erklären? Erst spielst du mit mir fangen und dann verfolge ich dich. Geht doch nichts über präzise wissenschaftliche Ausdrücke. Laut Datenbankvorgang unwahrscheinlich, haben beide gleiche Masse. Bist du dir da sicher, Pipo? Negativ, negativ. Janus 2 holt stark auf, wird Janus 1 in 3 Stunden überholen. Oder kollidieren. Wenn er recht hat, ist das 2 Stunden nach der Landung. In Ordnung, Pipo. Wenn dir noch was auffällt, gib uns Bescheid. Orako. Befehl erhalten wird ausgeführt. Gestein, genau wie andere Proben vom Sonnensystem. Hat möglicherweise den gleichen Ursprung wie unser Solarsystem. Vielleicht kannst du mir Nachhilfestunden geben, wenn wir zurück sind, Adriana. Wusste gar nicht, dass du dich für Geologie interessierst, Chris. Ich schätze, interessiert sich eher für die Lehrerin. Alle Menschen sind interessant. Ich finde Leia ganz besonders. Meine Datenbank sagt, ich liebe Leia. Was höre ich da? Zeig uns mal, wie du das meinst. Hör nicht auf diese Unverschämtheiten, Pipo. Ich hab dich auch gern. Oh. Meine Elektroden werden ganz rot. Chris, nach unseren Messungen beschleunigt Janus 2 stärker als Janus 1. Im Moment deutet alles darauf hin, dass sich die Schwerkraft verlagert haben muss. Es könnten auch andere Ursachen sein. Wir haben jetzt keine Möglichkeit, das festzustellen. Die Zeit auf Janus 1 wird sehr knapp. Sie haben recht, Sir. Nach Pipos Berechnungen gut 1 Stunde. Seid vorsichtig, Chris. Ende Kontrollraum.
Wisst ihr, mir scheint, Gampo traut uns nicht zu, dass wir die Mission allein ausführen können, oder er ahnt, dass wir uns auf eine sehr gefährliche Sache einlassen. Was es auch ist, wir werden es herausfinden. Noch 45 Sekunden bis zur Landung. Diese Felsformation, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und erst die merkwürdigen Farben. Atmosphäre testen. Auf Lebensfähigkeit untersuchen. Pipo? Alle Auswirkungen positiv. Atmosphäre hat irdische Qualität. Glaube ich nicht. Keine Raumanzüge notwendig. Ist bei dir eine Sicherung durch, Pipo? Keine Sicherung durchgebrannt. Ist zwar unmöglich, aber wahr. Seht euch diese Felsadern an. Sie führen überall hin. Die sehen aus wie ein Netzwerk von Arterien. Ein gigantisches Adersystem, das über den ganzen Planetoiden führt. Hey, seht mal alle her. Leia, geh nicht so nah ran. Es hat sich, glaube ich, bewegt. Halb so wild. Irgendeine vulkanische Aktivität. Wir brauchen Proben für die Analyse. Ich schlag ein Stück ab. Chris, schnell, komm her! Es blutet! Unheimlich. Oh, was war das? Hast du was gesehen, Pipo? Nicht gesehen, gehört. Wie ein Schrei, eine Art Schmerzlaut. Wir haben nichts gehört. Es genügt, wenn ich etwas gehört habe. Mir scheint, dieser Felsen... Nein, Chris, der ganze Planetoid ist ein Wesen. Wir müssen Gampo informieren. Wir sollten den Kurs des Planetoiden ändern. Und was jetzt? Nein, wir warten. Ich will erst Gewissheit haben, was hier vorgeht. Es gibt keinen Zweifel. Dieser Planetoid ist eine fremde Lebensform. Aber er ist krank. Vielleicht stirbt er. Dann tut was, damit er überlebt. Aber sicher. Behandle du mal einen kranken Planeten. Dem gibt man nicht einfach zwei Aspirin, damit die Kopfschmerzen aufhören. Sei doch mal ruhig, wir müssen vernünftig diskutieren. Schließlich geht es um viel mehr. Chris, wenn wir noch länger warten, müssen wir entscheiden, ob wir diesen Planeten retten oder die Akademie. Nein, kein Rückruf, Lea. Wir sind von Gampo geschickt worden, um in eigener Verantwortung zu handeln. Pipo, wie viel Zeit bleibt uns noch? 84 Minuten bis zur Kollision mit der Akademie. 58 bis zum Rendezvous mit Janus II. Pipo, was bedeutet Rendezvous? Janus II nähert sich uns bedenklich. Der ist auch lebendig. Daran, dass er sich schneller nähert, kann man doch erkennen, dass er mehr Kräfte hat als Janus 1. Du, Chris, hältst du es für möglich, dass der uns den Weg abschneiden will? Und so schnell erklärt... 99,99% positiv. Gut, wir wissen, dass der Planetoid lebt. Wenn wir bloß wüssten, was ihm fehlt. Tja, warum fragt ihr nicht? Willst du behaupten, der Planetoid hat Intelligenz? Na klar, wie könnte ich sonst mit ihm kommunizieren? Hast du dich mit ihm unterhalten? Antwort positiv. Sein Name ist Irgo. Für die Kommunikation setzt er magnetische Impulse ein. Ich kann sie besser entschlüsseln als vokale Laute. Hey, Pipo, wir würden gern mit Irgo kommunizieren. Kannst du uns dabei helfen? Antwort positiv. Für dich, Leia, tue ich alles. Der Magnetfluss wird umgewandelt, dann könnt ihr Irgo auch verstehen. Mein Name ist Irgo. Ich verzeihe euch. Wofür verzeihst du uns? Was haben wir getan? Ihr habt mich verletzt. Oh, Irgo, es tut uns leid. Dass du lebst, wussten wir nicht. Eben darum verzeihe ich euch, Adriana. Woher weißt du meinen Namen? Pipo hat mir alles erzählt, auch den Grund, warum ihr hier seid. Ihr wollt mich in die Luft sprengen. Stimmt das? Das ist nicht wahr. Wir setzen nur eine ganz kleine Ladung an, um deinen Kurs zu ändern. Du würdest sonst mit der Akademie kollidieren. Ich bin zu schwach. Das würde ich nicht überleben. Bitte, wir wollen dich nicht verletzen, aber du musst uns helfen. Du musst deine Bahn ändern. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich wollte bei den intelligenten Wesen dieser Galaxis Hilfe finden, aber dabei habe ich meine letzten Energiereserven verbraucht. Das heißt, du kannst den Kurs nicht mehr ändern? Nein, dazu fehlt mir die Kraft. Wie ich schon sagte, ich bin sehr krank. Vielleicht todkrank. Bei einer neuen Energiezufuhr. Aber wir helfen dir, wenn wir können. Unsere Raumfähre hat alle Möglichkeiten.
Meine Sensoren haben Strahlenenergie entdeckt. Aber diese Energieform wäre mein Ende. Meine Lebensenergie besteht aus einer Art Magnetfeld. Das ist die einzige Energieart, die ich zum Überleben benötige. Zur Flucht bin ich schon zu schwach, es besteht keine Hoffnung mehr. Tark wird nun doch siegen. Meine Kräfte lassen immer mehr nach, aber ich will euch noch vor Tark warnen. Wer ist denn Tark? Der andere Planetoid, Janus 2, er heißt Tark. Was ist mit dir, Irgo? Die Kommunikation mit Irgo wird schwächer. Pipo, du musst eine Elektroanalyse von Irgo erstellen. Bin schon dabei. Stelle fest, magnetische Flussdichte bei 27.500. Wenn wir uns auf diese Steige einpegeln, können wir ihm die Energie zuführen, die er braucht. Fantastisch, eine elektromagnetische Transfusion. Oh, du besser hier. Hier, du musst den Empfänger an der Stelle einsetzen, die für die Energieübertragung lebenswichtig ist. Ja, gut. Du musst dein Lebenszentrum finden, los. Paul, wir müssen Irgos Herz finden. Diese Venen hier. Wir müssen genau dahin führen. Ja. Hier, wir pflanzen den Empfänger genau hier ein. Magnetische Feldstärke genau fixieren auf 27.500. Chris, schau her, das ist Tark. Oh. Er sieht ja zum Fürchten aus. Bleib bloß da, wo du bist. Mit dem möchte ich keine Bekanntschaft schließen. Mischt euch nicht ein, ihr Wichte. Tark befiehlt es euch. Leia, sobald Paul mit seiner Arbeit fertig ist, stellst du den Sender auf volle Kraft. Ich pass draußen auf Leia. Chris, der Empfänger hat gleich genug Kontakt mit Irgo. Die Lebenskraft von Irgo lässt nach Magnetfluss jetzt bei 23.000. Mach schneller, Paul. Ich bin ja schon fertig. Der Kreislauf ist sehr schwach. Irgo wird sterben. Es kann losgehen. Jetzt. Leia, Energie. Volle Kraft. Chris, mehr kann ich nicht rausholen. Seht ihr, sein Lebenszentrum arbeitet wieder. Das Magnetfeld wird stärker, Energiereserven aktiviert. Ich hab euch gewarnt, Schluss damit, Irgo wird sterben. Ich danke euch für eure Hilfe, meine jungen Freunde. Ihr habt gesehen, was Tark anrichtet. Er hat die Kraft des Bösen und darum wird er alles und jeden zerstören. Auch eure Akademie. Er will die Raumfähre. Wir müssen Leia retten. Leia, kannst du uns hören? Leia, antworte doch bitte. Fällt es so stark, dass sich die Raumfähre nicht bewegt. Wir müssen Leia da rausholen. Aber wie sollen wir ran an die Raumfähre? Achtung, Kollisionsgefahr mit Akademie. Dringend Kurs ändern. Irgo, hilf uns. Wie sollte ich euch helfen? Mir fehlt die Kraft, um Tark zu bekämpfen. Außerdem hat er das Raumschiff mit dem Energietransmitter in seiner Gewalt. Es bleibt nur noch die Flucht. Dafür reicht meine Energie gerade noch.
Bitte, Irgo! Du musst Tark schlagen! Hilf uns, Leia zu befreien! Habt ihr mich immer noch nicht verstanden? Wenn ich die restliche Energie im Kampf gegen Tark verbrauche, kostet mich das mein Leben! Begreift ihr endlich! Hilf uns, Irgo! Wenn du es jetzt nicht versuchst, muss Leia sterben! Ihr habt mich überzeugt. Ich muss es schaffen. Verdient hast, du Widerling! Der feige Hund verzieht sich! Irgo, hast du das gesehen? Irgo, was hast du? Irgo ist schwer verletzt. Es geht zu Ende mit ihm. Sag, was er hat. Einen schweren Schock. Er braucht dringend Energie zum Überleben. Wir sollten ihn sofort zur Akademie bringen. Da könnte man ihm noch helfen, wenn es nicht schon zu spät ist. Halt durch, Irgo. Hilfe ist bereits unterwegs. Chris? Leia! Alles gut überstanden. Ja. Leia, arbeitet der Sender noch einwandfrei? Hat doch keinen Sinn, Chris. Den Empfänger hat's erwischt. Die Funktion übernehme ich. Tolle Idee, Pipo. Leia, bring ihn auf voller Kraft. Wird erledigt, Jeff. Pipo, zeig, was du kannst. Es geht mir schon viel besser. Alles in Ordnung. Wir müssen dich jetzt verlassen. Mach's gut, Irgo. Wird langsam Zeit, dass ich meinen Rapport mache. Bin gespannt, was du denen erzählst. Und ich erst. Die werden Bauklötze staunen, das verspreche ich euch. Raumvierer an Akademie-Kontrollzentrum. Bitte kommen. Hey Chris, hab lange nichts mehr von euch gehört. Wie ist es gelaufen? Oh, soweit alles nach Plan. Keine Probleme, Tage. Bis auf eine Kleinigkeit. Wir haben einen besonderen Patienten mitgebracht. Wer ist denn krank? Janus. Würdest du so freundlich sein und deinen Rapport wiederholen, Captain Chantry? Naja, Commander. Ich glaube, Sie sollten sich besser selbst davon überzeugen. Wenn Sie mal rausschauen wollen? Jetzt wird mir alles klar, du Chef. Zeigt, die Sättigungsgrenze ist längst erreicht. Jetzt haben wir genug Zolium für 100 Raumschiffe. Das nennt man Glück. Da gibt's eine ganze Zoliummine. Auf jeden Fall reichlich genug, um unsere Energieblöcke aufzufüllen. Irrtum. Zu viel Zolium könnte dazu führen, dass unsere Organe geschädigt werden. Möglich. Aber wo sonst könnten wir eine solche Menge Zolium beschaffen? Sollten Sie Stanley Cranes Abhandlung über Zolium kennen, würden Sie bedächtiger handeln. Kennen Sie sie? Nein, noch nicht.
Ich denke, ein Mann in Ihrer Position sollte sich mit neuen Theorien vertraut machen. Aber Gina... Halt dich daraus. Gina hat mehr Wissen über Zolium als irgendwer sonst. Aber noch entscheide ich. Fertig machen zur Landung. Wird ein Spaziergang für mich. Bitte überlegen Sie es sich. Noch ist Zeit umzukehren. Paul geht, das steht fest. Oh, schade. Ich hätte gern einen Ausflug auf Sigma gemacht. Das würde ich dir nicht raten. Mit Paul stimmt was nicht. Pauls Lebensrettungssystem funktioniert nicht. Genau das habe ich befürchtet, Commander. Sie tragen die volle Verantwortung, wenn wir Paul nicht lebendig da rausholen. Sir, Paul braucht so schnell wie möglich unsere Hilfe. Bis ich neue Befehle habe, wartet ihr gefälligst im Raumschiff. Aber wir können doch nicht seelenruhig zusehen. Sollt ihr auch nicht. Wozu haben wir Pipo? Ein Roboter riskiert nichts bei der Rettungsaktion. Verstanden, Commander. Bereite umgehend alles Nötige vor. Paul wird von mir gerettet. Over. Ausstiegsrampe aktivieren. Rampe geöffnet. Pass auf, Pipo. Recht. Ich habe mich geirrt. Was nutzt Paul Ihre Einsicht? Ich helfe dir, Paul. Pipo. Aufstehen, Paul. Du musst aufs Rettungskissen. Häng dich an. Paul, reiß dich zusammen. Paul, vielleicht bist du in Sicherheit. Pipo scheint Schwierigkeiten zu haben. Pipo. Pipo, warum machst du nicht weiter? Mir wird schlecht. Oh. Leia, du bleibst hier. Gott sei Dank, Paul. Armer Pipo. Gut, dass die beiden in Sicherheit sind. Ich hätte auf sie hören sollen. Commander, bitte leihen Sie mir eine Ihrer Raumfähren. Dann kann ich mit einem provisorischen Extraktor das Zolium sicher zurückbringen. Das kann ich nicht verantworten, zu riskant. Es wird gut gehen, bitte. Gut, weil Sie sind. Adriana, übernimm du das Kommando. Ich gehe zur Startrampe. Ja, darf ich Sie begleiten? Ich möchte auch mit. Oh, Commander. Wie fühlst du dich, Paul? Ja, nicht so übel, nur das Aufstehen fällt mir noch schwer. Ich verschreibe dir absolute Bettruhe, das ist dein Befehl. Ein ärztlicher Ratschlag. Befehl des Commanders. Loki,
Tagia, lass uns einen Moment allein. Natürlich, Commander. Wenn du irgendwas brauchst, Paul, dann sag mir Bescheid. Dein ergebenster Diener. Ich rate dir demnächst besser, auf dich aufzupassen, Paul. Zu Befehl, Sir. Danke, rühren! Ich möchte mich entschuldigen. Eine Panne, die nie hätte passieren dürfen. Ich trage die Verantwortung. Nein, sagen Sie das nicht. In einem alten Sprichwort heißt es, einem alten Hund kann man keine neuen Kunststücke beibringen. Ich hätte nie gedacht, dass das mal auf mich zutrifft. Nun ist es soweit. Du bist ein alter Köter. Zu alt, um was dazu zu lernen. Sagen Sie nie wieder sowas. Es ist die Wahrheit. Gute Besserung, Paul. Danke, Sir. Sie haben mich gerufen? Ja. Oh, das sind sehr kostbare Antiquitäten. Ja. Mich kannst du auch dazu rechnen, aber weniger kostbar. In diesem Zusammenhang möchte ich dich bitten, eine kleine Besorgung zu erledigen. Stehe zu Ihrer Verfügung, Sir. Ich wünsche, dass dieser Brief bei der nächsten Dokumententransmission zur Erde gebeamt wird. Kein Problem, Sir. Er enthält das Gesuch zu meinem Rücktritt. Commander, das ist nicht Ihr Ernst. Das ist mein letzter Entschluss. Der Akademie ist am besten gedient, wenn ich auf alle Ämter verzichte. Bitte lass mich jetzt allein. Hier das Lasergerät und das Werkzeug. Sie werden es hoffentlich nicht brauchen. Gina ist startbereit. Gina, es ist besser, ich fliege mit. Nein, wirklich. Das ist nicht nötig. Zu Ihrer Sicherheit ist es besser, ich komme mit. Sie wollen sagen, in einem Unglücksfall können Sie mir nicht beistehen. Vielen Dank, das ist sehr nett, aber ich passe lieber selber auf mich auf. Sie können sich darauf verlassen, ich mache keine Fehler. Das war deutlich. Guten Flug. Ich rufe Akademie-Kontrollzentrum. Hier Raumfähre 3. Keine besonderen Vorkommnisse. Na, mein alter Freund. Bist auch außer Gefecht wie ich. Aber wenn wir dir ein paar neue Relais einsetzen, bist du wieder in Form. Ich hatte eine schwere Entscheidung zu treffen. Das tat weh. Aber es musste sein, unwiderruflich. Es wurde Zeit, denn 300 Jahre sind ein hohes Alter, Pipo. Nun gut. Seit es gelungen ist, meinen Alterungsprozess zu verlangsamen, bin ich ein einzigartiger Fall. Aber das, was ich früher war, bin ich längst nicht mehr. Es fällt mir nicht leicht, mich für immer zu verabschieden. Mein guter alter Pipo, du hast mir wenigstens zugehört. Musik.
Gina hat es bald geschafft, Commander. In wenigen Minuten ist die Landeposition erreicht. Gut. Hier Akademie, Kontrollzentrum. Gina, bitte kommen. Akademie ruft Raumfähre 3. Gina, hast du mich auf Monitor? Was willst du wissen, Chris? Alles in Ordnung bei dir? Du wirst es kaum glauben. Ich habe den Extraktor auf volle Leistung gebracht. Das Gebläse funktioniert. Wenn das Gerät so weiterarbeitet, haben wir das Zolium in weniger als 2 Stunden. Gina, übertreiben Sie es nicht. Zolium reagiert sehr empfindlich. Ich weiß nur zu gut, was ich zu tun habe. Oh, ich verstehe. Monitor ausschalten. Raumfähre verliert an Geschwindigkeit. Der Extraktor ist undicht, vielleicht explodiert. Gina ist in Schwierigkeiten. Gina? Gina, bitte sofort kommen. Wir müssen sofort zu Ginas Fähre und den Extraktor abschalten, bevor es zu spät ist. Aber wie denn? Die Lebensrettungssysteme sind nutzlos. Es gibt eine Möglichkeit und du kannst es schaffen. Mit meinem alten Raumfahrtanzug. Ich weiß, er ist unhandlich und völlig überholt, aber er schützt dich vor den Gasen. Hol ihn gleich runter. Ja, sofort, Sir. Hat ein nettes Gewicht. Komm, ich helfe dir beim Anlegen. Nein, Tagi. Ich werde ihn nicht brauchen. Commander. Nein, ich schaffe es nicht. Wer sonst als Sie? Sie haben uns etwas voraus, was wir erst lernen müssen. Erfahrung. Sie müssen es Gina beweisen. Und vor allem sich selbst. Für dein Alter, Chris, bist du ein weiser Mann. Sie waren mein Lehrer. Und Sie sind der Allerbeste. Sind Sie bereit? Ich danke. Computerauswertung haben Sie noch 17 Minuten 32 Sekunden. Viel Glück. Vielen Dank. Monitor ausschalten. Achtung, Kontrollzentrum. Commander Gampu fertig zur Landung auf Sigma. Thank you.
Alles in Ordnung, Tina. Komm, ich helfe dir auf. Sie, Commander. Tina ist wohl auf. Ich bringe sie in meine Raumfähre. Commander, für uns sind Sie der Größte. Gina! Du kannst hier wieder laufen? Ja, geht die Rettung voran? Er schafft's. Halt nur durch, Commander. Du bist der Beste, zeig's ihnen. Der Riegel klemmt. Chris, wie können wir ihm bloß beistehen? Paul, was hältst du von Telekinese? Bestimmt nicht auf die Entfernung. Aber Chris, wir müssen es versuchen. Vielleicht klappt's, wenn der Commander dabei mitmacht. Commander, wir wollen's mit Telekinese versuchen. Das hat doch keinen Zweck, Chris. Nicht ich allein, aber alle gemeinsam schaffen wir es. Fasst euch alle an der Hand. Wer ist da bitte? Commander, Gina wollte Sie vor der Abreise noch sprechen. Ja? Commander, ich habe bei dem Unglück heute eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Theorie ist gut und schön, aber mein Leben verdanke ich etwas anderem, Ihrer Erfahrung. Nichts zu danken, ich habe auch dazu gelernt. Auf die Weisheit der Älteren sollten wir nicht verzichten. Und ich bin alt genug. Aber ebenso wenig auf den Überschwang der Jugend. Das ist Ihr Recht. Danke sehr nett, Commander. Chris, bleib. Ich habe mit dir zu reden. Die Rettungsaktion hättest du genauso leiten können. Warum nicht? Oh, das ist schnell gesagt. Die Wahl fällt immer auf den Besten. Ich hätte keinen anderen gewusst. Danke dir. Oh, ich Dummkopf. Der Brief mit meinem Rücktrittsgesuch. Zu spät, der Rat wird ihn schon haben. Oh, vor lauter Aufregung muss ich vergessen haben, ihn wegzuschicken. Ihr Diensteifer lässt sehr zu wünschen übrig, Captain Chantry. Diesmal sehe ich es Ihnen noch nach. Aber dass es nie wieder geschieht. Nein, bestimmt nicht. Oh, Commander. Willkommen daheim.